Eieieiei, jetzt wird's krass. Schnallt euch an, atmet tief durch, es wird schrecklich. Ihr habt das gewollt. Das ist kein Video, was ich mir ausgesucht habe. Ihr habt es so gewollt. Reaction. Ihr wisst es schon, was jetzt kommt. Kurze Situationsanalyse. We got trouble here, Ausrufezeichen. Alligator attacks handler in front of children's birthday party. Wir sind auf einem Kindergeburtstag. Das, was hier gleich passiert, ist kein Kindergeburtstag. Heieieiei. Haben schon einige gesehen, ne? Es ist so gemein. Oh Gott. Wir sehen ein paar Kids in den USA. Wir sehen einen kleinen Alligator. Übrigens, kennt ihr den Unterschied zwischen Krokodilen und Alligatoren? Kurze Frage. Oder soll ich es kurz erklären? Soll ich es nochmal kurz erklären? Okay, also pass auf. Krokodile gibt es, korrigiert mich lieber Chat, wenn ich jetzt wieder Quatsch erzähle, 25 Arten, soweit ich weiß. Man unterscheidet die in Krokodile, Alligatoren, wozu auch die Kaimane gehören, und Gaviale. Krokodile, wenn die das Maul zumachen, haben übergreifende Zähne, das heißt, da gucken die Zähne oben und unten raus. Alligatoren, wenn die das Maul zumachen, sehen so aus. Das sind Alligatoren, das ist ein Krokodil, da sieht man beide, Ober- und Unterkieferzähne, bei Alligatoren nur. Und dadurch sehen die hier, wie auf dem Bild, auch immer so aus, als ob sie lachen. Und Gaviale wären die hier. Die gucken die Zähne auch raus, aber die haben so eine ganz lange Schnauze, die vorne nochmal größer wird. Das ist indischer Gavial zum Beispiel, ne? Kennt ihr bestimmt. So, also, das sind die Unterschiede zwischen diesen drei großen Krokodilgruppen. Ich will nicht sagen, ich hatte neulich erst mit Krokodilen zu tun, aber ihr werdet es im Video sehen. Boah, krass, das war so geil. Naja, so, wir sind auf einem Kindergeburtstag. Sind 25 Jahre. So, bitte, was gelernt im Biostudium? Ich hatte schon mit einigen Krokodilen zu tun, in Afrika, in Australien, in Mittelamerika, Belize und so weiter. Also ich habe schon ein paar Crocs gesehen. Ich habe einen Heiden Respekt vor Krokodilen, weil die auf mich immer so wirken wie, ich düdel hier nur ein bisschen rum, ich liege hier ja nur, ich schwimme hier so ein bisschen, ich gucke ja nur. Bam! Bein ab. Also Krokos finde ich, vor denen habe ich wirklich, wirklich Respekt. Die gibt es schon lange, die werden 100 Jahre alt, die sind seit der Dino-Zeit. Die essen Menschen, das ist nicht deren Hauptnahrungsspeise, aber Chat, korrigiert mich, if I'm wrong. 1000 Tote pro Jahr, locker, schätze ich. 1000 tote Menschen pro Jahr durch Krokodile weltweit. Wir haben die gefährlichen Salzwasserkrokodile in Australien, die Salties. Wir haben das Nilkrokodil, das größte in Afrika. Wir haben das mittelamerikanische Krokodil, wir haben die großen Kaimane. Das sind schon Lauerjäger, irgendwo sitzen. Bam! Ich werde euch eine richtig, richtig geile Geschichte erzählen über Krokodile im Rahmen des Costa Rica-Films. Passt mal auf. Boah, ist die Geschichte geil. Die kann ich euch jetzt noch nicht erzählen. So, also, es gibt Taucher, die mit Krokodilen ins Wasser gehen, die fotografieren, überwiegend in Kuba. Es gibt ein schönes Buch, Confessions of a Wildlife Filmmaker, der hat auch Krokodile gefilmt und hat eine schöne Geschichte da drin. Boah, unbedingt mal reinziehen. Es gibt regelmäßig Unfälle mit Krokodilen, jeglichster Art, ob im Haushalt. Im Haushalt passieren ja die meisten Unfälle mit Krokodilen. Wenn man die hält sowieso oder wenn man einfach, es gibt so viele geile Kroko-Attack-Videos. Wir müssen uns noch ein paar reinziehen im Rahmen meiner YouTube-Welt. Mann. Okay, 2150 Angriffe auf Menschen, 1128 tödlich im Jahr 2014. Ich hatte ungefähr recht mit 1000. Es ist, ne, im Vergleich Haie, 5 tödliche Unfälle pro Jahr. Die Crocs haben das Faustdick hinter den Ohren. Es sind echte Biester. Werden wir hier sehen. Komm, wir gehen rein. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Ja. Kindergeburtstag. Denkt dran, ihr seid Kinder. Wie alt werden die sein? 8, 9. Die Händlerin, also die Alligator-Händlerin, wie würde man jetzt sagen? Ich sag mal Tierpflegerin oder die Showmasterin. Sagt, so Freundchen, zurück! Zurück mit dir! Wenn der schon so da rausgeschossen kommt. Schätzt mal, wie groß der ist. Ich würde sagen, lass den mal 2,5 Meter haben. Und er hat 150 Kilo. Boah.
kennt man von Steve Irwin noch, ne? Aus Australien, dem Crocodile Hunter, immer schön unten an die Schnauze, das Krokodil hochpushen. Ja. Übrigens, wenn ein Krokodil, wenn ihr dem das Maul zuhaltet, die Muskeln sind so schwach, dass es das aufmacht, aber wenn ein Krokodil zuschnappt, das kriegt ihr nicht mehr auf. Freunde, jetzt wird's scheiße. Ihr habt schon gehört. Wir dürfen den Moment nicht verpassen. Ich mach's nochmal, weil es so krass ist. Back off! Ja, also, ich kann diesen Schmerz nicht nachvollziehen. Da schnappt jetzt ein gut 2,5 Meter langer Alligator mit über 150 Kilo. Der macht zu, an der Hand. Und habt ihr gesehen, wie schnell das ging? Bupp, zu und fängt schon an zu schütteln und zieht die Pflegerin in sein Becken. Ich kann nicht nachvollziehen, wie doll das wehtut oder wie sehr der Druck da drauf ist. Ich hatte meine Hand mal unter Wasser unter eine Betonplatte, habe mir den Finger gebrochen, der stand da so im 90-Grad-Winkel weg. Das war schon scheiße. Aber zu ist zu. Der Chat schreibt's hier. Dumm gelaufen. Absolut. Wir gehen nochmal rein. Guckt's euch genau an. Hand hoch. Alligator gerät zur Seite. Einmal schnapp, zu, schütteln. Sie wird reingezogen. Wichtigster Satz im ganzen Video. We got trouble in here. Mann. Ja, hier haben wir ein Problem. Das wird einer der Väter sein vom Kindergeburtstag. Ich find's gut, die Kinder lernen hier richtig was bei der Show. Die gucken natürlich alle aufmerksam hin und lernen hier, Leute, man sollte keine Krokodile in Gefangenschaft halten, schon gar nicht in solchen kleinen Pools und man sollte solche Viecher auch nicht antatschen. Ich habe nicht mit Krokodilen gearbeitet. Ich habe aber mit, keine Ahnung, mit Kegelrobben in Gefangenschaft gearbeitet. Mit Kängurus, mit Katas, mit Elenantilopen, mit... Ich war dabei, als mit Schimpansen gearbeitet wurde. Ich will nicht zu viel spoilern, ich war schon bei einem Krok dabei. So, das macht man nicht alleine. Da ist man immer zu zweit. Für solche Situationen. Hey, ich hab's im Augenwinkel gelesen. Beste Show ever. Ja, Chat. Ja. Kroko 1, Pflegerin 0. Jetzt hängst du mit diesem 2,5 Meter Alligator über 150 Kilo in diesem scheiß kleinen Becken. Die Kinder glotzen und der Vati sagt, we got trouble in here. Scheiße. Das ist eine Situation, hier kann jetzt jemand sterben oder ernsthaft schwer verletzt werden. Wir dürfen das nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist hier eine ernste Scheißsituation, die man hätte vermeiden können, indem man einfach keine Tiere dieser Art einsperrt. Da haben wir die Krokodilrolle gesehen. Nochmal rein da, volle Situation. Schnappt sich die Pflegerin, sie wird reingezogen und was macht ein Kroko dann? Krokodilrolle. Jo, einmal rum. Hätte die sich nicht mitgedreht, wäre der Arm ab. Ne? Also du kannst deinen Arm nicht um 360 Grad drehen, der wäre dann einfach ab. Die hat sich mitgedreht, clever. Kurz schütteln. Die ist auf jeden Fall extrem tough. Also das ist keine Tante, die hier in Panik gerät und sagt, ich werde hier sterben, sondern die hat sich in dem Moment entschieden, fuck it, ich muss hier lebend rauskommen. Ich finde den Vater krass, der direkt schnallt, was los ist und einschreitet. Ohne mit der Wimper zu zucken, ran und rein und auf das Krok. Ja. Wir sehen hier zwei unterschiedliche Personen. Zwei unterschiedliche Wesenstypen von Menschen. Person A, den Linken, möchte ich auf einer Expedition meiner Art niemals dabei haben. Denn alles, was er macht, ist... Nein, du siehst so eine Situation, du musst handeln, du musst den Menschen retten, du musst da reingehen, du musst klug entscheiden und du musst nicht zögern oder überlegen. Go! Notsituation, handeln. Problem erkennen, lösen. Person 2 oder B, Fatih, we got trouble in here. Richtig, richtig, richtig geiler Typ. Richtig geiler Typ. Wahnsinn. Rein da. Den Alligator runterdrücken, schon mal gut fixieren. So, jetzt kriegt die Frau da raus. So, hier haben wir noch so ein Person A, ne?
was jetzt, was jetzt? Gegenstand nehmen, den Krog zwischen das Maul versuchen aufzuhebeln, irgendwas helfen. You got a stick? Ganz genau. Ja, am Arm ziehen, don't touch me. Also, nee, 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 nicht machen. Das Problem ist, so ein Krog ist geduldig. Die hocken ja teilweise ein Jahr und warten auf Nahrung. Die können auch ein Jahr ohne Nahrung auskommen. So ein Krog hat Zeit. Und du bist jetzt in trouble. Gute Nummer ist, dass die relativ unwahrscheinlich ertrinken kann. In dem Babypool, sag ich mal. Mann. Der Chat schreibt hier, der war bestimmt Soldat, so wie der handelt. Könnte ich mir vorstellen. Könnte stimmen. Sportlicher Typ, sportliche Frisur. Nicht überlegen, ran da. Und nicht zu vergessen, hervorragende Leistung der Kamerafrau oder des Kameramanns. Alles perfekt dokumentiert. Kleiner Spaß, aber nur dadurch sehen wir, was hier alles falsch läuft. Nur dadurch können wir lernen und auch durch die Augen der Kinder schauen und sehen, weswegen die zum Kindergeburtstag solche Shows angucken, damit man lernt fürs Leben. Richtig blöde Situation. Mann. Also hier, der Chat schreibt es gerade, man kann niemanden einen Vorwurf machen, wenn er überfordert ist. Kein Vorwurf. Wichtig ist, egal in welcher Notsituation man ist, ich war schon über 10 Mal in der Situation, erste Hilfe zu leisten. Und da standen immer Leute einfach wie angewurzelt rum, schockstarr. Und ich sage das immer und immer wieder, es hängt ein Leben davon ab. Und dann kannst du nicht überlegen oder nicht wissen, macht jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs oder alle 2 Jahre, so wie ich. Ich mache jedes Jahr einen, muss das, von der Berufsgenossenschaft verpflichtet. Ich weiß immer, wie ich handeln muss. Ich war schon dabei, als ein Mensch Herzinfarkte hatte, 2 schwere Fahrradunfälle, Autounfall und so weiter. Da kann man nicht überlegen. Ich war bei verletzten Tieren dabei. Tausendfachen Situationen, die hätten schiefgehen können, wenn man nicht handelt. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Handeln ohne Angst. Nun liegt sie da. Are you alright? Ja? Die steht natürlich brutal unter Schock. Person A ist immer noch am gucken. Ey, ich hätte das Regal umgerissen und das ist ja nur Steckregal. Stick rausgezogen und versucht, dem wenigstens was zwischen die Zähne zu schieben. Wobei das vermutlich auch nichts gebracht hätte. Scheißdreck. Und losgelassen. Die Frau ist raus und jetzt hängt Fatih mit dem Krog im Pool. Alter Schwede. Alter, ich weiß nicht, ob der noch jemanden dabei hat, der seine Eier trägt. Der Typ hat Coronis. Get the fuck out of here. Unfassbar krasser Typ. Also entweder ist er Krokodilexperte oder Ex-Soldat oder Ringer. Wahnsinn, finde ich. Boah. Jetzt müsste man die Schnauze tapen. Der Super Duper Fresh schreibt es gerade. Ja, ich will nicht sagen, habe ich neulich mal gemacht. Ich kann es aber auch nicht verneinen. Freut euch auf das Video. So, ja, Person A wollte kurz einschreiten. Natürlich. Ja, Tipps geben ist auch immer wichtig. Hände weg vom Maul, runterdrücken, fixieren. Alter, alleine einen 150 Kilo Alligator handeln. Holy, ab jetzt kann noch so viel schief gehen. Und raus! Alter Schwede. Zieht euch das Video rein. We got trouble here. Dann kommt ihr schon drauf. Storyful Rights Management. Checkt den Kanal aus. Yo! Ho, 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 ho. Mann. Also ich muss sagen, Held dieser Geschichte, dieser Mensch. Der hat die größte Ehre aller Zeiten verdient, ohne zu überlegen,
auf das Grog gehandelt in einer Notsituation der Frau. Eventuell das Leben gerettet, auf jeden Fall den Arm. Mega geiler Typ, da kann man nur sagen, im Namen aller Menschen, vielen Dank, du geiler Macker. Nochmal hier reingehen. Warum ist es passiert? Krokodil in Gefangenschaftshaltung für Shows, Kindergeburtstag. Ihr wisst schon, was ich dazu sage und warum ich sowas beschissen finde. Die Viecher haben da auch keinen Bock drauf. Viecher nicht abwertend gemeint, ne? Also wurde das Krok getötet? Glaube ich nicht. Die brauchst du ja für die Shows und Krok ist auch teuer. Also, der Chat ist auch manchmal, ihr seid manchmal so lustig. Lacoste-Aktien. Mann, seid ihr lustig manchmal. Ey, das ist wirklich, wirklich krass. Das arme Krok, ja, schöne Geburtstagsüberraschung. Alter, ihr haut hier ein paar Dinger raus. Ich finde euch so geil. Rodeo für Fortgeschrittene. War das Thomas Gast? Alter, ein geiler Kommentar nach dem anderen. Ich liebe euch. Mann, Freunde, was lernen wir daraus? Kindergeburtstage sind manchmal doch sehr aufregend. Kinder können viel lernen bei solchen Kroko-Shows. Geile Typen sind bei Kindergeburtstagen extrem gefragt. Man sperrt keine Riesenechsen ein, man macht keine Shows mit denen und man sagt denen schon gar nicht back off und... Oh, durchgeschwitzt, ey. Völlig durchgeschwitzt vom Krokodil. So scheiße, dass für die Tierpflegerin ausgegangen ist, die hat sicherlich ein paar Nähte gebraucht und hat vielleicht eine ordentliche Torsion, aber der Arm sah noch dran aus. Meine Fresse. Man spielt nicht mit Krokodilen. Ich erhebe den Zeigefinger selten, aber ich sage euch, man spielt nicht mit Krokodilen. Schnischnaschnappi. Nein.